So, Folgennummer vergessen, wie immer. Und ja, das nächste, die nächste Systembenennung steht an. Und zwar hier unten. Hydra Phoenix. Mal gucken, was wir noch für System haben. Tereshkova. Nehmen wir das System. So, dann gucken wir mal, für die Planeten, wie wir die Planeten benennen. Wo war ich denn stehen geblieben? Intai-Sai. Intai-Sai. Und wir benennen den Tuntau. Ich finde das so toll mit dem Benennen. Ich nehme jetzt hier Planeten aus dem Mass Effect Universum, falls sich einer wundert. Ich werde die jetzt hier. Ich habe das, glaube ich, zum Anfang des Let's Plays schon gesagt, dass ich hier keine Planeten. Keine Ahnung. Cuxhausen oder Lebkuchen, Pfannkuchen oder so nenne. Sondern ich bin ja immer jemand, der sehr viel auf Realismus setzt. Und deswegen werde ich das halt mit ja, solchen Namen bestücken. Also im Tereshkovach-System, Sirius finde ich ganz nett. Das Alcor-System finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. So, als nächstes werden wir Grissom und schnappen, denn hier gibt es noch Freedom's Progress. Da haben wir wieder Mineralien. Boom. Ja, so viel haben wir da gar nicht, mineralienmäßig. Aber wir haben schwaches Magnetkalt, das heißt weniger Bewohnbarkeit und Wachstumsdauer plus 5%. So, das Konstruktionsschiff. Der ist hier bald fertig. Wie sieht es mit dem anderen aus? Genau, der war hier unterwegs. Ja, der gute Paul wird wohl wieder gewählt. Schon wieder. Also, ihn werden wir. Ach, der kann ja eigentlich mal die Ressourcen abbauen. Gucken wir mal so ein. Das macht er schon, okay. Fliegt man nach Phoenix. Ach stimmt, wir wollten ja hier eigentlich auch mal eine Forschungsstation bauen. Dann macht ihr das Situation mal. Log updated. Beobachtungsposten. Paolo wird wieder zum Kanzler gewählt. Meine Güte, das sind doch schon fast Star Wars-Verhältnisse. Nicht, dass er irgendwie versucht. Vielleicht hat er auch ein Laserschwert. Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. So, der gute Paul ist wieder gewählt worden. Wie alt ist denn der inzwischen schon? 61. Also bald macht das nicht mehr. Wir sollen wieder eine Forschungsstation bauen, aber ich habe genug Einfluss. Das heißt, demnächst Kolonieschiff dauert noch ein bisschen. Jetzt sind die erstmal beide im Hydrasystem beschäftigt. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich mal den Außenposten demnächst bauen, sobald die fertig sind. Was gibt's denn noch so zu tun? Okay. Oh, hier können wir was bauen. Haben wir denn Überschuss? Oh ja, eine ganze Menge. Dann kann ich hier auch Dingsbums bauen. Mineralien. Und auf jeden Prime, wie sieht's hier so aus? Aha.
Physikforschung brauche ich tatsächlich eigentlich mal. Aber wir haben nicht genug. Ach so, wir haben nicht genug Energie. Könnte man einen Energiehub bauen? Das baue ich einfach mal. Ah, die Physikforschung bräuchte ich halt schon. Research complete. Forschung abgeschlossen. Regeneratives Rumpfgewebe. Sehr gut. Oh, Vulkane können wir jetzt weghauen. Frequenzfeinabstimmung. Energiesauger. Neues Modul. Besatzungsquartiere. Unterhaltskosten minus 20%. Und eine Maschinenbauhalle. Monatlicher Einfluss brauche ich eigentlich nicht so. Propagandaübertragung. Plus 10% Zufriedenheit. Muss ich erstmal gucken, wie sieht es denn mit den Vulkanen aus? Auf der Erde brauche ich da nicht gucken. Auf Eden Prime, die haben einen. Terra Nova hat auch einen. Dauert ein Jahr circa. Monatlicher Einfluss plus 1. Uralte kriegsführende Stämme, historisch in Konflikt stehende Nationen, nun vereint in einem Reich. Wir dürfen und werden nicht auseinanderfallen. Ich werde das mal machen, wenn der Einfluss schon wichtig ist. So, dann warte ich noch auf die Komponente und dann mal gucken, was da kommt. Construction complete. Yay! Ein neues Kolonieschiff. So, auf geht's ins Grissom-System. Freedom's Progress muss kolonisiert werden. Ja, er hat sogar zwei Vulkane. Machen wir das hier. Konstruktionsschiffen aus. Das hat er. Ja, er ist fertig. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall eine Station oberhalb. So, als nächstes werde ich, glaube ich, den Außenposten bauen, und zwar hier. Hier ist noch eine Ozeanwelt. System ist auch alles super. Hier gibt es noch was zu holen. Weiß gar nicht, ob da Gegner waren. Wir gucken mal. Ne, sieht nicht danach aus. Halt gar nicht mal so weit entfernt von uns. Ja, und die überwältigend ebenbürtig. Die sind halt immer noch ebenbürtig, aber gut, ich habe jetzt auch nicht viel mehr gemacht an meiner Flottenstärke.
glaube, ich werde mal mit meiner Flotte hierhin fliegen und die jetzt mal auseinandernehmen. Ich habe irgendwie Lust drauf. Ich denke, wir sind stark genug, um sie zu besiegen. Die sind schon gelandet. Ja, ich denke, die schaffen wir. Das sind diese komischen Krakenviecher. Achso, das geht jetzt gar nicht mehr. Okay, ich verstehe. Phoenix-System. Hier habe ich alles gemacht, was ich machen kann. Hier oben noch nicht. Tropische Welt. Aber ich müsste die eigentlich besiegen können. Neuer Kontakt. Das Retelian, die Retelianer. Erst Kontakt mit den Retelianern im Planetari Commonwealth. Das haben die xenophobisch Isolationisten, plokratische Oligarchie, fanatisch, xenophil und individualistisch. Ich spreche für Geschäftsführer Hasch und Birim. Und die wohlhabende Elite von Retalian Interplanetary Commonwealth. Eure fremde Lebensart ist uns unangenehm, aber vielleicht könnten wir trotzdem eingeschränkten Handel treiben. Vorausgesetzt, eure unterlegene Situation kann irgendwas von Wert produzieren. Okay, bevor ich hier mal in Angriffsposition gehe, gucke ich mir die mal an. Wo sind die denn? Hier sind die. Was könnte ein elender Weltraumbeast überhaupt zu sagen haben, was die Ritterlerne Commonwealth ebenbürtig interessieren würde? Ja, ja, kommt, Jungs. Das wird super. Ich kann mir auch mal handeln. Hier, Sternkarte. Okay, wollen die nicht. Okay, die haben mal gar keinen Bock auf uns. Wo sind die denn eigentlich? Da hinten sind die. Baut er denn hier eigentlich die... den Außenposten, ja. Hostile fleet engaged. Okay.
Research complete. Situation log updated. So, dann fliegt man direkt wieder zum nächsten Hafen. So, Forschung abgeschlossen, das ist gut. Orbitale Hydrokulturfarm, Energiesauger, Biolabor gibt uns Sozialpunkte. Nahrung auf Planetenplus 3. Brauche ich das wirklich? Eigentlich brauche ich das alles nicht. 96 Monate, 14 Monate, 7 Monate. Mal, dann machen wir, glaube ich, das Biolabor, da habe ich am meisten von. Und die sind auch jetzt bald fertig, Warp-Antrieb, und dann werde ich wieder ein neues Schiffchen bauen. So, das Konstruktionsschiff. Wo ist der denn eigentlich hin unterwegs? Ach, nach Dur. Und er ist bald fertig, das ist ganz gut. Ich kann jetzt mal wieder ein Forschungsschiff hier in das System entsenden. Das dauert noch, bis die fertig sind. So, auf der Erde brauche ich eigentlich nicht gucken, weil da habe ich ja alles, mehr oder weniger. Der Raumhafen, den kann ich noch nicht upgraden. Ich könnte aber die Schiffe mal upgraden. Ist die Flotte eigentlich wieder da? Ja. Die Flotte kommt zurück, das ist gut, dann kann ich die gleich mal wieder mal was gegen den Energieverlust machen. So, das Schiff ist jetzt gleich fertig. Und hier ist halt noch eine Ozeanwelt, also das wäre der nächste Planet, den ich eventuell sogar besiedeln könnte. Warp-Antrieb, die Militärstation Schiffe 3 ist auch bald fertig. Ja, es geht jetzt schon relativ zügig. Ich brauche unbedingt Physikpunkte. Yay! Yay! Ich habe das Ganze erobert, das ganze Gebiet. Yay! Gehört jetzt uns. Das ist super. Die Flotte ist repariert worden. Ich glaube, wir werden hier auf jeden Fall mal noch ein paar Schiffe gleich entsenden. Aber erstmal muss ich gucken, dass die da fertig sind. So, der erforscht hier. Außenposten ist fertig. Oh, hier sind sogar zwei Planeten, die ich bewohnen könnte. Oh mein Gott. Das hat sich ja mal fett gelohnt. Der hat gerade angefangen. Das zweite Forschungsschiff können wir... Das haben wir hier schon erkundet. Colony established. Das haben wir auch erkundet. Das System haben wir halt noch nicht erkundet. Da würde ich demnächst mal mit meinem Militär rein vorbeischauen. So, die nächste Kolonie ist fertig. Freedom's Progress. Auch wieder reichlich Mineralien, die wir hier abbauen können. Militärbasis will ich erstmal nicht bauen.
Hydrokulturfarben könnten wir hier. Da oben kommen welche hin. Das ist ganz gut. Dann werde ich hier nämlich, die sind auch bald fertig. Dann werde ich hier nämlich jetzt einfach mal. Ach, das kann ich gar nicht bauen, das Energie hat. Wollen wir erstmal ein Kraftwerk bauen? Ein einfaches. So, mehr Ressourcen für uns. Research complete. Genau, der Warp-Antrieb ist fertig. Physiklabor, roter Laser, Plasmawerfer, der rote Laser. Plasmawerfer halt Panzerung Durchdringung. Das Ding ist schon ziemlich cool. Wie lange dauert denn das? 85 Monate, nein, ja. So, er ist auch gleich fertig. Hat dringend mal wieder was tun gegen diesen scheiß Energieverlust, den ich habe. Mal gucken, was er hier so findet. Was hat er bisher da gefunden? Hier ist auch schon wieder ein Planet. Oh, der ist ja riesig. Eine tropische Welt. Hat der irgendeinen Bonus? Nein. Aber bisher hat er auch absolut nichts gefunden hier. Research complete. Biolabor ist fertig. Jetzt könnten wir Unterhaltskosten. Tropische Welt können wir jetzt kolonisieren. Das wäre das nächste. Das mache ich glaube ich auch. Obwohl die Vulkane waren schon 21 Monate. Ich werde mal die Vulkane erst wegmachen. Da habe ich auf der Erde nichts. Einmal. Terra Nova, die auch, und Friedens, ja, ich werde das auf jeden Fall machen. Die Vulkane sind als erstes dran. Anomaly found. Anomalie gefunden. Unsere Messgeräte zeigen, dass von diesem Planeten einige ungewöhnliche Energiewerte ausgehen. Vielleicht ist es ja nur ein Fehler im Quantenresonanzscanner des Forschungsschiffs gewesen, aber eventuell steckt auch mehr dahinter. Wenn wir die Zeit dafür haben, sollten wir uns das näher ansehen. Mach das mal. So! Hier kann ich das, die Zerstörer bauen. Construction complete. Robotereinheiten sind natürlich ziemlich gut, weil sie mehr Mineralien fördern, aber brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Und Vitarian habe ich nicht. Unmöglich Abbau von Vitarian. Bau abgeschlossen. Planetare Außenposten. Seit es von den Tradewind erkundet wurde, hat sich das Magnetfeld von Tare Valen 3 komplett umgekehrt. Dieses seltene Ereignis hat die Lage von Magnetpole des Planeten vertauscht. Glücklicherweise wurde all das von den Sensoren unseres Schiffes etwas, was unseren Wissenschaftler viele wertvolle Daten beschert hat. Ja, mehr Physik. Der ist hier aber immer. Oh, da gibt's Energie, das ist schon mal nett. Oh, da gibt's auch Energie. Oh, das ist sehr, sehr gut. Also ich glaube, ich werde jetzt mal meine Truppen. Stärke erhöhen. Ich wollte ja ein neues Schiff-Design machen. Ich gucke erstmal, wie es mit der Zeit aussieht. Da, ich glaube, ich mache an dieser Stelle erstmal einen Cut. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werde ich mal gucken, dass ich mein Militär ein bisschen ausbaue. Ich muss dieses Energieproblem in den Griff bekommen und dann werde ich da oben nochmal schnell angreifen bei den anderen. Oder ich greife Feuer an, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich greife Feuer an. Und dann schauen wir mal, was da oben in dem anderen System noch ist, hier oben.
Das habe ich nämlich auch noch nicht erkundet. Ja, und dann kann ich nicht mehr viel machen, außer mit ihm jemanden im Streit anzufangen. Gegen die werde ich wohl nicht bestehen können. Die sind ebenbürtig. Na gut, schauen wir mal, wie es nächste Folge weitergeht.